Okay, liebe Leute, wir schauen heute mal in das neue Expeditions A Mudrunner Game rein. Ich habe schon circa eine halbe Stunde gespielt, um mich an die Steuerung zu gewöhnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es holt mich nicht wirklich richtig ab. Also es klickt nicht wirklich bei mir. Ich muss mal schauen, ich werde es noch eine Weile spielen. Mal gucken, ob da irgendwie dann wieder der Spaßfaktor kommt. Aber momentan bin ich ein klein bisschen enttäuscht. Ich starte trotzdem mal jetzt ein neues Spiel. Und wir gehen mal zusammen so ein bisschen das Tutorial und die erste Expedition durch. Und das Spiel richtet sich wirklich, oder ja, dreht sich wirklich hauptsächlich eher um komplettes Erkunden und ja, schwierige Fahrten und solche Geschichten. Also nicht wirklich viel mit Lasttransport. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Hatte mich eigentlich wieder tierisch drauf gefreut, aber wir schauen mal. So, ich spiele das Ganze mit dem Xbox-Controller auf dem PC, lerne die Grundlagen kennen, jawohl, drücke, ja, um den Motor zu starten, jawohl, Handbremse. Grundlegende Steuerung ist eigentlich gleich geblieben, da hat sich nichts verändert im Vergleich zu SnowRunner. Was ich schon wieder gleich erstmal negativ finde, ist, dass die Radeinschläge wieder sehr begrenzt zu sein scheinen. Ja, das ist einfach kein natürlicher, maximaler Radeinschlag. Das macht das Gameplay einfach schwieriger, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es ein bisschen realistischer wird. Ja, gerade was die Radeinschläge und so angeht. Das war teilweise echt frustrierend, wenn man da irgendwie um eine Kurve wollte. Das Tutorial ist ziemlich einfach. Wir machen jetzt immer genau das, was einfach gesagt wird. Stufe abgeschlossen. Wir sind gestartet, gefahren. Okay, folge den Questmarkierungen, um weiterzukommen. Und bisher ist die Fahrzeugauswahl auch noch nicht allzu groß. Also ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder so, aber der Shop ist ziemlich mau. Das werden wir nachher sehen, wenn wir in die Expedition gehen. Da gibt es noch nicht allzu viel im Shop, muss ich sagen. Also an Fahrzeugen. Es wird vermutlich alles ein bisschen mehr dann auf die Season-Pässe aufgeteilt oder auf die Seasons. So, fahre in die Sumpfmitte. Ja, Allradantrieb anschalten, ist klar. Ich hab's ja getauscht. Man kann rechten und linken Bumper tauschen, man kann auch alle die Sticks irgendwie, glaube ich, ne, die Sticks gehen nicht zu tauschen. Man kann die Bumper und die Trigger tauschen in der Controller-Steuerung. Dann machen wir gleich. Ne, kommt gleich noch die Aufforderung zum Anschalten von der Differentialsperre. Differentialsperre funktioniert dann auch wieder nur im Lastgang oder im Rückwärtsgang. Ja, ist das gleiche wie vorher. Oh, Vorsicht. Differentialsperre. Ja. Okay. Zack. Zack. Achso, erst in den Gang. Dann Differentialsperre an. Er registriert es gerade nicht. Er ist irgendwie auf dem rechten Trigger gerade. Okay, hier ist gerade ein kleiner Bug beim Voranschreiten in der im Tutorial. Jetzt hat er es. Man muss beides zusammen machen. Okay. Also nicht erst in den ersten Gang loslassen und dann in eine Differentialsperre, sondern beides mit einmal drücken. Cool ist die Geschichte mit dem Reifendruck. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, gleich. Ich kann es einfach mal schon mal nutzen. Das ist hier. Ja, wir können den Reifendruck senken und haben dadurch zum Beispiel einfach ein bisschen mehr Haftung dann auch auf Felsen. Ich gehe mal auf sowas Mittleres.
So, ein Inventar gibt's, ne? Eine Verwaltung für viele Quests. Wir müssen ganz oft einfach Items abholen. Und dann haben wir hier so ein Menü. Ja, rechts ist quasi das, die Zone und links ist unser Auto. Wir haben ein Inventar mit 6 Slots. Ich hau jetzt das Quest-Item rein. Wenn jetzt hier irgendwie Sprit und Ersatzteile und Räder wären, könnten wir das auffüllen. Achso, er will den Automatikmodus. So. Jetzt kommt, glaube ich, das mit dem Reifen. Okay, also das buggt gerade ein bisschen rum, weil ich die Buttons vertauscht habe. Also es ging am Anfang besser, flüssiger durch. So, Reifendruck kann angepasst werden. Na, das ändert sich dann, aber das wirkt sich auf den Reifendruck aus. Das, was ich gerade gezeigt habe, ja, ganz niedrig, mittel, hoch. Geh mal wieder auf hoch jetzt durch den Modder. Und auf der Seite haben wir jetzt hier wirklich so ein paar Neuerungen. Also das System ist eigentlich das gleiche. Nur, dass es halt jetzt nicht mehr mit hoch und runter geht, sondern wir das mit dem Stick irgendwie auswählen können, was wir reparieren. Ne? Aber da muss ich mich erst dran gewöhnen an die Steuerung. Gerade diese Zwischendinger, das ist schwer zu treffen. Wenn man den Stick loslässt, dann ja, ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Reparieren. Okay, da kommt aber, glaube ich, auch gleich noch das Tutorial zu. Oder der Tooltip oder ja, das Pop-up. So, auftanken. Ja, versuche es. Ja, und wenn wir jetzt den linken Stick da drüben am Kanister halten, dann können wir jetzt mit A auftanken, ne? Zack. Und das gleiche gilt dann fürs Reparieren. Es geht auf jeden Fall flutschiger von der Hand als noch in SnowRunner, aber ich weiß es nicht. So, ja, hier könnte ich jetzt reparieren. Na, wie viele Punkte wir zum Reparieren haben, sehen wir in dem mittleren Hauptkreis ganz oben, neben dem Zahnrad, ja, also über der Schrift Tank. Da steht oben eine 104, das sind meine Reparaturpunkte, die ich habe, ja. Ja gut, Reifen kann man nicht reparieren. So, und hier ist jetzt der Punkt zum Abgeben. Speicherkarte abgeben. Fertig. Fertig. Ja, das ist so das Tutorial. Das Hauptquartier sieht auch ganz anders aus. Wir können quasi erstmal nicht frei irgendeine Karte spielen, sondern wir spielen wirklich erstmal einzelne Expeditionen. Das ist eine einzelne kleine Mission und können dann aber die freie Fahrt freischalten. Ja, aber anfangs haben wir erstmal nur wirklich einzelne kleine Missionen. Und wir machen mal die erste Expedition. Ja, wir brauchen, also in der Mitte, ich kann es jetzt nicht zeigen, in der Mitte steht Stellschraube und Pritsche. Das heißt, wir müssen ein Auto wählen mit Pritsche. Und hier können wir die Autos wählen, die wir mit reinnehmen. Ja, und hier könnten wir noch ja irgendwelche Fähigkeiten zusammenstellen. Momentan haben wir aber nur einen Truck mit einer Pritsche. Das ist der hier. Und im Shop, da gibt es momentan auch noch nicht wirklich viel, ne?
Also ich weiß nicht, ob das die komplette Liste sein wird von Autos, die es erstmal jetzt wirklich zum Release gibt. Ja, wir haben zum Beispiel vom Lodestar noch eine Special Edition. Vom Step auch. Der Azteon hat auch eine Special Edition. Das ist ein relativ neues Auto, ne? A5. Da weiß ich nicht, ob der vielleicht in den letzten Seasons bei SnowRunner irgendwo mit bei war. Ich kenne ihn persönlich noch nicht. Den Ankh kennen wir schon. Den kenne ich auch noch nicht wirklich. Und den Khan kennen wir auch schon. Den Lofi F kennen wir auch schon. Bandit kennen wir auch schon. Tatra kennen wir auch schon. Großen Tatra kennen wir auch schon. Den Barthok kennen wir auch schon. Den Yar kennen wir auch schon. Also, das ist erstmal alles, was an Fahrzeugen da ist. Mehr ist erstmal nicht da. Und wir wählen jetzt aber den Azteon mit Brücke, mit Pritsche. So, Inventar. Kann ich ein paar Sachen auswählen? Ja, wir brauchen für die Quest das Teil. Jetzt kann ich aber noch ein paar andere Sachen ausrüsten. Und ich nehme mal auf die Pritsche Sprit mit. So. Soll erstmal reichen. Zack, das ist jetzt die Ausrüstung für die Quest. Und dann starten wir am Feldlager Expedition starten. Ist auch noch so eine Art Tutorial-Mission, ne? Fahre zur Kreuzung. Wir machen erstmal wieder alles, was notwendig ist. Was geschrieben steht. Schritt für Schritt. Naja, das war verkehrt. So, fahre zum Teich und prüfe das Echolot. Öffne die Minikarte. Also ist es nicht unbedingt die Minikarte, ne, aber... So, da sollen wir jetzt hinfahren. Das glaube ich Schaden, weil wir so einen niedrigen Luftdruck drin haben. Das kann natürlich sein, ne? So, ich hau mal den Luftdruck doch wieder vielleicht auf die Mitte. So, Echolot. Echolot funktioniert wie folgt. Einmal klicken, macht einen Ping. Er zeigt mir ganz kurz die Tiefen an und geht nach einer Weile wieder weg. Ja, und ich müsste es immer wieder anschmeißen, um zu sehen, wo es flach ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendein Hotkey gibt. Ist nicht aufgeladen gerade. Ich muss mit den neuen Tasten erstmal klarkommen. So. Hier mal wieder die Queststelle und ich muss jetzt hier das Teil aufladen für die Quest. So, finde einen passenden Standort und starte dann die Drohne. So, ich mache mal den Motor aus. Und jetzt einmal mit der Drohne die Gegend erkunden. Ja, steuert sich ganz normal. Hoch, runter, links, rechts. Ist auch ein klein bisschen, Trägheit drin. Ja, es fühlt sich halt wirklich an wie eine Drohne.
So, abgeschlossen. Können wir gleich mal kurz rumgucken, so ein bisschen. Da liegt zum Beispiel irgendwas. Ja, das ist eine rote Zone. Hier unten, hier ist irgendwas. Das ist irgendein Lager. So, finde einen Weg, um den Berg hinaufzufahren. Ja, ich muss die Empfindlichkeit noch ein bisschen runterstellen von der Kamera. Dreht sich momentan noch zu schnell. Ja, Windentutorial. Ja, benutze die Winde. Und die Winde findest du auch im Gerätemenü. Ja, klar. So, Stufe abgeschlossen. Vorräte liefern. Eine Funkstation aufbauen. Ins nächste Feld fahren. Und Fernglas benutzen. Minikarte. Ja, wir sollen uns den Bereich hier angucken. Also öffnen. Fernglas. Zoom ist... Ach, der Bumper. Bumper ist Zoom. Da. Luftabwurf. Und irgendwie... Komme ich von hier nicht ran, ne? Da hinten war auch irgendwas gewesen. Das ist unsere Base. So, Drohne wieder einsetzen, um unerforschte Gebiete aufzudecken. Das, was jetzt hier so grau ist, ja, will er aufgedeckt irgendwie haben. Das zählt dann, glaube ich, für die Mission. Ne? Oben rechts sehen wir, erkunde das Gebiet, 78%, und da will er, glaube ich, ein bisschen über 90 haben oder sogar 100, und dann ist die Aufgabe abgeschlossen. Einfach ein bisschen umgucken. Schlechtes Signal, ein bisschen zurück. Naja, irgendwie... Jetzt haben wir 90, 91.
Ja, ich fliege ja schon zurück, ich fliege ja schon zurück. Ich krieg's diesmal nicht voll. Also im ersten Durchgang habe ich es auf 100 bekommen, glaube ich. Da ist gerade was aufgeploppt, ne? Entdeckt Luftabwurf. Da war ich jetzt, glaube ich, erst dicht genug dran. Jetzt steht 95%. Da hinten ist noch was zum Aufklären. Also hier, die Ecke noch. Also doch nochmal ein Stück weiter wegfahren und ein Stück weiter nach, also ein bisschen weiter weg mit der Drohne. Oder ich muss das Auto nochmal ein Stück ranfahren zur Not. Wir fahren einfach mal da runter, wir machen das mal so. Ich glaube, das ist jetzt vom Luftdruck her, das ist, Entschuldigung, das ist zu niedrig. Kriege ich gerade ständig Schaden hier, wenn ich damit über Steine fahre. Das ist wirklich für, denk mal, wenn wir über rutschige Felsen fahren oder so. Ach Gott, kommen wir da runter? Das sieht ehrlich gesagt gar nicht so vielversprechend aus. Nee, das ist knapp, ne, da runter zu fahren. Aber wir packen hier jetzt mal die Drohne aus. Jetzt sollte ich weiterkommen nach da. Ah, komm, jetzt haben wir's. So. Na, jetzt haben wir 100% aufgeklärt. Jetzt gibt es einen kleinen Ladefehler für die Texturen, sehe ich hier gerade. Oder? Das ist so... Jetzt sind sie da. Das sah so schwammig aus. Okay, wir müssen wieder hoch. So, Stufe abgeschlossen. Während der Expedition kannst du dein Fahrzeug jederzeit bergen und in den Feldstützpunkt zurückbringen. Da habe ich auch ganz schön rumgefummelt, bis ich das rausgefunden habe, wie das geht. Hier für die Quest. Ja, also, hier steht irgendwie, ne, finde und wähle einen Feldstützpunkt und drücke A. Ja, das funktioniert nicht hier so über diese Geschichte, sondern wir müssen oben in dem Menü auf der linken Seite, ja, hier müssen wir auf Objekte. Und jetzt unten auf Außenposten und Tore, Feldlager und jetzt können wir bergen. Und jetzt sollen wir unser Auto da vorne abstellen. Und dann haben wir die erste Expedition fertig.
Ich überlege aber gerade, ob ich die... Ich weiß nicht, ob man später nochmal reinkommt. Warte mal, ich schließe mal ab. Und gucke mal, ob man die Expedition nochmal wiederholen kann, sodass wir mal die Fragezeichen aufklären. So, Belohnungen. Ja, ne? Truck. Außenposten. Bonus abgeschlossen, weniger als 200 Schaden. War das wirklich so? Okay. Gegenstände, Finanzen, Geld verdient. Ja. Quasi ja eine Übersicht, ne? Und jetzt haben wir hier weitere Expeditionen freigeschaltet. Ja, zum Beispiel in Arizona. Ja, Grand Canyon. Ein paar Expeditionen. Obwohl, hier haben wir noch gar keine. Wir haben zwar die... Das ist aber eigenartig, ne? Wir haben zwar die Region freigeschaltet, aber... Okay, wir müssen möglich... Hier war eine freigeschaltet. Da ist zum Beispiel eine freigeschaltet. Mal schnell gucken. Keine. 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 Also Arizona haben wir zum Beispiel keine freigeschaltet. Wie kann ich das wieder einklappen? Kann ich gar nicht einklappen. So, Karpaten. Modifikationen. Okay. Colorado. Gebiet in der Nähe. Erste Expedition. Beenden. Alle Belohnungen. Gibt's hier irgendwie, ja, ob ich das 100%, gibt's da irgendwie sowas? Kann ich die nochmal machen? Nee, siehst du, man kann es gar nicht wiederholen, oder? Codex zurück, Karte, Belohnungen. Modul. Außenposten. Das ist ja auch blöd, dass man... Also das finde ich jetzt zum Beispiel auch schon wieder nicht so schön, dass ich die nicht mal wiederholen kann, um zum Beispiel noch irgendwie da die Fragezeichen aufzuklären. Es kann aber sein, dass ich einfach wieder zu blöd bin. Hier irgendwie rauszufinden, ob man die irgendwie wiederholen kann. Aktivitäten. Expeditionen. So, abgeschlossene Expedition. Ja, schalten andere frei. Ja. Ich wüsste jetzt wirklich gern, ob man das wiederholen kann. Das ist natürlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das schon gerne wiederholen können. Ja. Mal gucken. Ich glaube, ich spiele morgen nochmal ein, zwei Missionen vielleicht. Mache nochmal ein Video drüber. Aber ich bin momentan wirklich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und mich holt das Spiel einfach nicht so richtig ab. Und dass ich eine Expedition nicht wiederholen kann, setzt nochmal irgendwie der ganzen Geschichte irgendwie, ja, nochmal einen kleinen Dämpfer obendrauf. Überspringen, zurück, Expedition. Goldabbau. Erste Expedition. Hier kann ich nichts irgendwie... Ach, wisst ihr was? Ah, nee, Sekunde, das wird so sein, dass wir natürlich ja hier dann wieder auf die Karte raufkommen. Warte mal, das müssen wir mal schnell gucken. Gebiet in der Nähe. Hier. Auswählen. Wir gehen mal ganz kurz nochmal in eine Dingsbums rein, in eine Mission. Das wird ja die gleiche Karte bleiben. Ich nehme mal meinen Loadster. Okay. Inventar, wir brauchen die Stellschraube und den Bodenanker. So. Zurück.
Anpassen. Überrollkäfig, okay. Schwere Kotflügel. Ja, das sind alles für Aufbauten, ne? Pickabau. Ja, muss ich erst freischalten. Metalldetektor. Ja. Wir müssen erst wieder einen Haufen Zeug freischalten. Farben. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Oh, na, das Menü ist irgendwie nicht so toll. Das andere war besser mit den Kästchen, ne? Irgendwie. Wo ist denn einfach nur weiß? Oh nee, sag jetzt nicht die. Habe ich das übersehen, weiß? Das war wahrscheinlich dann eher nach oben. Ey, wisst ihr was? Das finde ich jetzt richtig. Das finde ich jetzt richtig nicht schön. Ich will jetzt mal kein Fäkalwort benutzen, aber ich kann kein Weiß auswählen. Warum ist da kein Weiß bei? Das ist ja überhaupt nicht toll. Das gefällt mir nicht. Kein Weiß bei. Ich kann, glaube ich, noch mal dreimal hoch und runter scrollen. Da wird kein Weiß auftauchen. Ja, das finde ich nicht schön. Wer hat sich das denn ausgedenkt? Oh, geht das mit der Maus vielleicht schneller? Das ist mit dem Controller echt doof. Ich habe vergessen anzunehmen. So. Ach, hier ist nochmal richtig Upgrades. Motor. Kostet also wieder Haufen Geld, ne? Feingetuned, Offroad, ja, wir sollen wieder freischalten, alles. Standardpaket, Crawlerpaket, Reifen. Die sind Durchschnitt, Durchschnitt, Durchschnitt. Durchschnitt, gut, Durchschnitt. Gut, gut, Durchschnitt. Gut, excellent, Durchschnitt, gut, gut, Durchschnitt. Gut, excellent, gut. Okay, Winde. Standardwinde, verlängerte Winde, Schnorchel, Doppelschnorchel. Okay. Warum hat er denn jetzt die Farbe wieder nicht gespeichert? Wie blöd? Ich hab doch geklickt. Jetzt habe ich nochmal Enter geklickt dazu. Jetzt hat er es übernommen. Okay. Haben wir hier schon etwas freigeschaltet? Ach, guck mal, Teammitglieder. Das ist eine Liste mit allen zur Verfügung stehenden Spezialisten. Stelle sie ein, um Expedition zu erleichtern. Mechaniker. Ne, haben wir noch nicht. Hier ist noch nichts drin irgendwie. Mechaniker. Ach hier, Mike Nixon. Müssen wir was freischalten. Na, der ist da. Außenposten. Aha. Tralala. Mehr Sprit, mehr Ersatzteile. Ein bisschen weitere Reichweite fürs Fernglas. Schatzgegenstände. Okay. Den setzen wir mal ein und den setzen wir mal ein. Das sind jetzt die einzigen, die wir einsetzen können. Okay. Einsetzen. Östlicher. Kann ich jetzt wählen, auswählen? Ach, guck mal, da kann ich aussuchen. Östlicher Außenposten.
Kann ich das jetzt irgendwie wählen? Einsatzgebiet auswählen. Ah. Außenposten oder Feldlager? Wo war denn unsere Aufgabe? Gute Frage. Nicht, wenn wir hier starten. Ist jetzt eh alles nur erstmal zum Testen. Ja, dann sind wir wieder auf der Karte. Okay, dann sind die Fragezeichen, die bleiben scheinbar. Weil das hier hat man zum Beispiel aufgeklärt. Wenn wir hinfahren, mal gucken. Wir haben allerdings keine Pritsche. Modul, Modul. Nee, löschen. Wie spät ist denn das? Ah, ein paar Minuten haben wir noch. Zum Gucken. Hat er noch kein Allrad? Es kann sein, dass es halt noch nicht drin hat, ne? Oder der hat immer Allrad an. Wenn du umkippst, öffne das Inventar, wo du eine Hubspindel findest und benutze sie, um dein Auto wieder auf die Räder zu stellen. Ah, okay. Wir brauchen uns also nicht irgendwie wahrscheinlich mit der Stellschraube. Trag aufrichten. Nur wenn das Fahrzeug umgekippt ist, okay. Also wenn es wirklich auf dem Kopf steht. Der hat das immer aktiv, ne? Deshalb ist das auch weiß. So war das gewesen. Man, ey, echt lange nicht gespielt, ne? Es kann sein, dass wir hier erst buddeln müssen. Grundversorgungslager. Ah, guck mal, das kann ich jetzt aufbauen für 10.000 Credits. Ja, dann habe ich Kraftstoff, Ersatzteile und Räder. Komm, wir bauen das mal. Ja, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel tanken. Okay, das ist so ein bisschen Management, ne? Können wir die Zeit wieder überspringen? Zeit überspringen? Seht ihr irgendwo eine Zeit? Ich sehe keine Uhrzeit, aber jetzt haben wir wieder früher Morgen. Ey, gut, dass wir hier angefangen haben, ja? Der steht hier wirklich, fahre zum Sumpf und hier lang. So, hier ist auch nochmal irgendwas. Ey, dass es keine weiße Farbe in dem Lackierungsmenü gibt, das ist ja wirklich der Hammer, ehrlich. Das ist bestimmt eine Nebenaufgabe. Aufgabe anzeigen. Unweit des Camps soll es offenbar malerische Panoramaausblicke geben. Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, um diese herrlichen Orte zu erkunden. Ah, okay. Was sind so Nebenquests? Aufträge, Goldabbau, Expedition. Fahre zum Sumpf. Gut, Knut. Fragezeichen angucken. So, wie kommen wir am dürfsten hin? Ja, hier, ne? Also der Radeinschlag. Also das ist wieder... Das könnte mehr sein. Hier ist eine Ladezone. Frachtabruf. Kraftstoff gibt's hier. 25 Liter. Okay. Beträchtliche Menge an... Ja, 25 Liter. Okay. Ja. Na gut. Kann man hier auch dann mittendrin abspeichern? Wenn ich es verlasse, speichert er wieder automatisch, denke ich mal. Motor aus. Ja.
Also wie gesagt, so richtig warm werde ich noch nicht mit dem Spiel. Ich werde es aber noch ein bisschen weiterspielen. Ich gebe ihm noch eine Chance. Vielleicht zieht es dann nochmal irgendwie an. Mal gucken. Gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.